Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zu einer weiteren Folge Space Hulk Tactics. Wir sind unterwegs mit den Blood Angels in dem Kapitel 2, würde ich das nennen. Hier ist Ende Kapitel 3 oder sind wir schon Kapitel 3? Ich war was für 1, 2, aber wir sind bestimmt Kapitel 3. So, wir haben jetzt einen Vorteil eingesammelt und jetzt geht es zu einem Nebenquest. Wir könnten hier den Schlüssel nehmen, das holen, zurück und dann hier weiter. Machen wir mal. Passiert nichts? Schlüssel. Zack, zack. So, der Auspex hat mehrere Lebenssignale entdeckt, spürt die Xenos auf und schaltet sie aus. Die Xenos sammeln sich vor uns. Das ist mir aber Käse, weil wir haben die Tür aufgemacht. Gucken, was ich jetzt mache. Haha, der Auspex hat mehrere Lebenssignale vor uns entdeckt. Spürt die Xenos auf und schaltet sie aus. Die Xenos sammeln sich vor uns. Ja, das wissen wir doch schon. Oh. Wir haben eine Entscheidung. Das ist gut. Es ist nicht mehr viel Strom übrig. Aber diese Konsole, das Sicherheitssystem scheint zu funktionieren. Was sollen wir tun? Schließe alle Türen. Wir wollen nicht, dass die Abscheulichkeiten sich verbreiten. Das ist, glaube ich, schon zu spät. Öffnen alle Türen. Es könnten Dinge dahinter liegen, die von Interesse sind. Dieses Ding sollte man besser nicht berühren. Wir berühren. Wir öffnen mal alle Türen. Und wenn uns dort unser Schicksal einholt, dann soll es so sein. Öffne alle Türen. Es könnten Dinge dahinter liegen, die von Interesse sind. So. So, hier sind auf jeden Fall... Und... Ja. Ja, die sammeln sich. So, holen wir uns den Vorteil auch noch. Da müssen wir aber noch eins, zweimal kämpfen. Oder sparen wir uns das und kämpfen nur einmal. Ich würde sagen, wir kämpfen nur einmal. Machen nur mal die Truppenverteilung. Hallo, Truppenverteilung. Genau. So. Wer hat denn jetzt hier... Kann ich das machen, wie ich will, oder? Waffen. Nee, der hat sie nicht. Da kostet Schrott. Ah, wir haben doch hier gerade die Energieklaue gefunden. Oder habe ich das verdrückt? Verdammte Axt. Oh. Kann man das kaufen oder finden? Scheiße. Mal kurz zurück. Ah, hier ist doch, haben wir doch aufgehoben. Wo ist denn bitte meine Energieklaue? Der kann nur einen Hammer. Den haben wir ja bisher nicht gefunden. So, der hat nur die Kettenfaust. So, der könnte die Kettenfaust kriegen. Der auch. Ich habe doch hier eine Kettenfaust eingesammelt, verdammte Axt. Türbrecher. 1 plus alle Schüsse auf Türen. Okay. Hängt wohl auch davon ab, wer das findet. Onkel Doc mit der Bohrmaschine. Hm. Das finde ich schade. Armado. Ja, dann komm. Amado kriegt das jetzt. Der kriegt auch eine Kettenfaust. Und er kriegt das Modul. Er ist unser Türaufmacher. Er hat eine Sturm... So eine Flammenkanone. So ein Flammenwerfer wäre auch natürlich geil. So, wenn ihr einen Husten hört, das bin nicht ich. Das ist meine bessere Hälfte, Mathilde. Aber es ist nicht schlimm, wenn man husten muss, muss man husten. So, wir haben noch Punkte übrig. Aber verdammt, wo sind die Energieklingen hin? Oder war das nur ein Symbol und haben jetzt dieses Modul kassiert? Ich weiß es nicht. Hätte mal gleich gucken sollen. Hm. Gut, das ist natürlich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, holen wir uns da, wie viele Teile sind denn das? Sieht man nicht, ne? Komm, wir machen das. Weiter hier. So, eine große Genstealer... Was? Eine große Gruppe Genstealer kommt plötzlich aus den Wänden hervor.
Dies kriechende Ungeziefer hindert dich daran, fortzurücken. Bitte einen Bruder darum zu bleiben und die Xenos zu bekämpfen, damit der Rest des Trupps weiterziehen kann. Nö. Dann verliere ich den ja, oder? Testen wir das mal. Den habe ich ja bisher nicht aufgerüstet. Understood. So, jetzt gehe ich nochmal auf Truppverteilung. Hier riecht's überall nach Eldar. Einige ihrer Technologien müssen erhalten bleiben. Gebt gut Acht, Brüder. Die List dieser Kreaturen kennt keine Grenzen. Oh, das wäre geil, Eldar. Wir haben 200 Bauteile gekriegt, weil wir einen Kollegen geopfert haben. Oh ja, der ist weg. Ach du Scheiße. Der ist für immer weg. Oder was? Aha. Ja gut, wir haben jetzt insgesamt 3-7. Und ich hätte gern später halt die drei, Sergeant und einen von den beiden dabei. Ach, Kettenfaust sollte man auch mal ausrüsten. Zimmer 2 mit Kettenfaust. Und der ist quasi noch nackelig, ne? Der braucht einfach eine andere Waffe. Lazaro. Träger schwerer Waffen. Mondeschwere Waffe. Okay. Ja, dann ab zur Mission. Töte alle Genstealer in 12 Zügen. Na, machen wir doch. Energie. Heed me, brothers. It appears the Ordo Xenos wishes to speak with us. We have little choice but to hear the Inquisitor out. Captain Abaldo, Sergeant Tahariel, I address you both directly. My servitors have been probing the mass of the Space Hulk, and I believe we have located a large Xenos nest, a few corridors distant from the squad's current location. If you proceed on your present path, they will attack and devour you. But if you strike now in stealth, you may be able to take them unawares. Warte mal. Wir laufen auf ein Nest zu. Okay, das ist schon mal eine interessante Geschichte. Wie werden die denn ausgebrütet? Wie entstehen überhaupt die Genstealer? Das ist eine interessante Sache. Wenn das so wie ein Alien-Nest ist, wie aus dem Film, wäre ja echt lustig. Mit so kleinen Mini-Facehackern oder so. So, doch wenn ihr sie nun heimlich angreift, könnt ihr sie vielleicht überraschen. So, normaler Marine ist etwas über 2 Meter. Deine Servo-Rüstung, der Standard-Marine. Über 2 Meter, glaube ich. Und macht schon höllisch Lärm in seiner Rüstung. Jetzt haben wir Terminatoren. Die sind noch einen Tuck größer, noch einen Tuck fettere Rüstung. Und ich sag hier nochmal heimlich. Wie sollen die denn schleichen? Ich kann es mir echt nicht vorstellen. So ein Terminator auf Zehenspitzen? Und man hört immer so leise Metall auf Metall so? Psst, seid leise, Brüder. Ich weiß nicht. With all due respect, Lord Inquisitor, what purpose is there to engage in a fruitless assault that yields us no tactical advantage? That section of the derelict can be sealed off and bypassed. Klingt gut. Captain, I know the Gene Stealer threat better than any soul within 100 light years. Those Xenos cannot be sealed off for long. They claw their way through any obstruction, and the longer you wait to exterminate them, the more they will gather their strength. But I will accede to your experience. This operation is under your command. Lässt uns unser Kommando fürs Erste. Diese Inquisition, ne? Das ist echt nicht meins. I will give your advice the consideration it is due, my lord. Sergeant! Take the most direct route toward the threat concentration. We will upload all available sensor data to your Auspex units. So, wir töten alle Symbionten, Genstealer, alles was wir finden. Bonus auf Dauerfeuer für Bruder Ariel. Zielsicher Bruder, den wir nicht mehr haben. Ja, gut, tut mir leid. Dich habe ich zurückgelassen. So. Wir spawnen an 2 Punkten. Und wir müssen eh alles töten. Gut, let's start die Ausrottung.
So, Onkel Doktor ist dabei. Kettenfaust und Kettenfaust und alles da, was wir brauchen. Ja, jetzt wäre einer mit einer schweren Waffe noch dabei, echt cool. Wobei ich gerade überlege, hat der andere vielleicht bessere Schussfähigkeiten? Kann man das irgendwie einsehen? Hat der andere vielleicht einen besseren Wert zum Schießen? Oh, der ist durchgestrichen. Ich weiß es nicht. Aber dir fehlt die schwere Waffe, mein Junge. Ich würde dich gerne mitnehmen. Bewegen und schießen. Kann auf Genstealer feuern, die sich in der Sichtlinie innerhalb von 12 Feldern befinden. Würfle zweimal, Erfolg bei 6+. Und das hat aber auch. Aber er hat die Kettenfaust, also er bleibt. So, wir sind bereit, bereit. Und ja, wir töten jetzt viele, viele Symbionten. Genstealer. Auf jeden Fall, wir töten Tyranniden. Und wenn wir jetzt hier was von Elder-Technologie finden oder hier Elder noch auf dem Schiff finden würden, wäre auch cool. Es gibt ja so viele Aliens in diesem Warhammer 40k-Universum, da kann man doch mal alles in so ein Spiel reinballern. Warum nicht? Haut raus da den Kram. So. Oh, sieht auf jeden Fall wieder anders aus. Ach. These alien walls, this strange architecture. We're entering an Eldari wreck. Be on your guard, my brothers. The malignant powers the Eldari wield spring from their obscene Xenos technology. Limit your interactions with the environment to the bare minimum, lest you become ensnared by it. Some of the alien portals may still be operational. In other times, I would condemn the use of such things. But in the present circumstances, there may be no other option. Ach so. The datum from the Ordo Xenos shows two major concentrations of gene stealers. Most appear to be in some kind of dormant, hibernative state. If you move quickly, you should be able to immolate the brood before they become aware of your presence. Strike swiftly, in the name of Sanguinius. Also. Okay, die Genstealer schlafen in großen, haben so einen schlafähnlichen Zustand. Wenn ihr euch schnell bewegt, das ist ja schon mal ein Witz, die Brut niederbrennen, mit was? Ich habe keinen Flammenwerfer. Ehe sie unsere Gegenwart bemerken, findet die Fehler. Achso, Sanguinius oder wie der Typ hieß. Ich kann es kaum aussprechen. So, weiter. Nein, mein Lord. Brothers, speak the rights of combat and attack. Genau, für den Imperator, leg los. So, wir haben hier Portale. Das ist jetzt das Neue für uns. Ist das ein besonderes Feld oder? Ah, diese Portale, wenn wir sie nutzen können, können sie natürlich wahrscheinlich auch unsere netten Kollegen, die Symbionten, unterstützen. Ich weiß bloß nicht, wir können hier rein. Kommen hier raus oder was? Oder da raus? Hm. Wir werden es gleich mal riskieren. So, ich hoffe, alle werden überleben. Wir haben 4, 8 Gegner. Ich bin gespannt. So, da fängt ja schon mal scheiße an. Ich weiß nicht, wo ich da rauskomme. Wir bewegen uns ganz schnell. Ah, scheiße ist. Habt ihr gesehen, wie leise wir sind? Wir haben gleich 2 geweckt. So, mal kurz gucken. Moving forward.
So, aber wir wandeln jetzt mal eine Karte um. Ich wollte doch nur gucken. Ups. Vigilance, Brother. Understood. Waiting for. Gut, haben wir einen schon mal weggeknuspert. Ah, da sind zwei Signale entstanden. Also die Blips können noch mehr Einheiten bedeuten. Und ja, sie. So viel zu unserer Heimlichkeit. Und erst beiseite gesprungen. Ratte. Die Frage ist nur, können wir vielleicht durch diese Portale schießen? Wäre cool. So, dann würde ich jetzt hier eine Karte umwandeln. Und dann kannst du nämlich weiter beobachten. Du gehst mal straight weiter. So, jetzt. Ja, wie geht's hier? Wie machen wir es hier? Schicke ich ihn alleine jetzt durch diesen Tunnel? Warten wir, komm, wir warten mal hier, bis er angreift. Hm. Ich habe Angst, da durchzugehen. Und dann komme ich hier irgendwo raus und dann Surprise! 5 Gegner vor dir. Komm, wir machen auch mal. Waiting for them. Gut. Weiter. Ich hoffe ja mal auf einen Gegenangriff. Oh, da kommt was. Ah, und ein Bulwark. Der kommt bestimmt hier auch vor. Dieses Vieh, was so eine Runde Schüsse überleben kann. Und Scheiße, der kommt von der Seite. Scheißendreck. Und. Kollege lebt noch. Okay. Der ist durch Angst gestorben. Okay, dieser eine Tunnel. Ja, da kommt der nächste. Scheiße. 2 und ist da. Scheißendreck. Ich weiß nicht, wohin sie da nördlich rausgehen, wo sie da hinkommen. Wo sie jetzt schon 3 davor hingestellt haben. Bisher alle normal, alles normale. Schade, den haben wir nicht erwischt. Den haben wir erwischt. So, es müssen immer 2 Portale miteinander verbunden sein. Sie ermöglichen es einer Einheit, sich von einem Ort zum anderen zu teleportieren. Die Frage ist ja nur, ist. Wenn ich davor stehe, kann ich den blockieren? Das ist viel interessanter. Weil die sammeln sich ja hier gerade alle in einem Punkt. Ich frage mich nur, hier kommt er ja da raus. So, müsste er von, wenn sie da hingehen, müssten sie ja da rausgehen. Das ist also natürlich total kacke. Wir können ja ganz Space Marine-like mal einen Schritt zurückgehen. Und hier wird immer alles overwatched. Sollen sie mal ruhig durchkommen. So, Tja. Du gehst mal. So, Bruder, du musst das schaffen. Der Imperator ist auch mit dir. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie du hießt, aber du bist ein Sturmtruppler. Was haben wir denn für Nahkampf? Nahkampf ist schon mal kacke. So.
Haben wir auch so eine Möglichkeit, wenn wir zweimal schießen, haben wir ja Dauerfeuer und es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim zweiten Angriff besser sind. Ich weiß gar nicht, ob das für Nahkampf auch gilt. Komm, hier sind wir nicht experimentell. Feuer. So, Vorterra, genau. Wie viel Schritt verbrauchen wir dafür? Ich will aber schräg gucken. Karte umwandeln, Kettenfaust, egal, komm. So, nur mein Freund. Da hindrehen. Dann haben wir nur noch einen Punkt. So. Ich drehe mal wieder in die richtige Richtung. Falls sie hier nochmal rumrennen sollten und hier rauskommen, kriegen sie einen drauf. Und er wird jetzt immer weiter nachrücken. Ideal wäre ja, hier hinzukommen, dass wir quasi dann den Sack hier dicht haben. Und dann kümmern wir uns mal um die hier. So, Runde beenden. Das ist der dritte Zug. Einer kommt durch. Wo kommt er raus? Wo kommt er raus? Wo kommt er raus? Oh, Kacke, ey. Aber wir haben ihn noch gekillt. Voll episch. Ein Zug reicht nicht. Scheiße. Nein! Okay. Ist auch ein normaler. Gut. Und auch ein normaler. Sergeant! Okay. Wir gehen gleich alle in Reihe zurück und machen dasselbe nochmal. Los, töte den! Du Horst! Sergeant, gut gemacht! Sergeant! Nein, du kleiner Idiot! Unser Sergeant ist tot. Ach du Kacke. Der nächste ist hin. Das ist jetzt mal scheiße. Jetzt kommt der nächste. Der kommt auch an. Knuspert unseren Onkel Doc weg. Scheiße. Ich hätte ihn nicht wegbewegen sollen. So, jetzt haben wir zwei mitgenommen. Das müssten jetzt alle vier sein, ne? So, das heißt, in die Richtung. Das war unsere Rache. Jetzt müssen wir straight gegen die angehen und hoffen, dass sie uns jetzt töten wollen. Wenn sie jetzt wegrennen, ist natürlich scheiße. Und der kommt fast an. Ah, der haut ab. Sackratte. Wo rennt der hin? Warte mal, der will von hinten kommen. Und der auch. Ah, scheiße, 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 scheiße. Okay, da, okay. Okay. Kann ich mit leben? Können wir uns einfach hier umdrehen? Vigilance, Brother.
So, Bruder. Siehst du ihn? Töte ihn. 3 Versuche hast du. Gut. Dann war's das. Ich hoffe, sie kommen jetzt durch. Komm, tötet uns. Tötet uns. Feuer. Wunderbar. 2 sind's noch. Oh, er kommt durch. Nein, er ist tot. Der Letzte. Er versucht's auf diese Weise noch und er kommt ran. So. Du kleines, abscheuliches Vieh, du. Warte nicht. Kann ich dich jetzt so schon beschießen? Nein, ne? So. Friss Blei. Yeah! May the angel be praised. We read no other contacts in your vicinity. Knappe Sache. Ganz knappe Sache. Und das sieht nicht gut aus. Symbiarch wahrscheinlich, oder? Irgendwas Größeres. Ich glaube, der konnte... Ich glaube, es gab einen Symbiarchen. Doch, der hieß das Symbiarch und das war halt ein besserer Symbiont mit besseren Nahkampfattacken. Also mehr Nahkampfattacken hatte der und hatte auch noch eine Möglichkeit, irgendwie bessere Nahkampfwaffen zu bekommen, damit er durch gepanzerte Einheiten besser durchkommt. Ja, genau. Ja, Mission erfolgreich. Aber war knapp. Haben natürlich die 3. Ich hätte den Sergeant nicht wegnehmen sollen. Ich hätte den da stehen lassen sollen, den Weg blockieren sollen. Und dann hätten wir nämlich mit den anderen beiden, mit Onkel Doc und mit dem anderen Typen weiterlaufen können und die Gänge freimachen können. Ja. Aber gut. Ich habe ja gehofft, wenn ich den einen zurückgehe, dass alle 3 vielleicht da drauf schießen können, aber da hätten wir vielleicht nochmal, ich hätte den auf der linken Seite, hätte ich eher in Richtung gucken sollen oder hätte in die Richtung gucken des Portals gucken sollen und die anderen beiden, die noch eine Reihe standen, hätten noch einen Schritt zurück sein gehen müssen und so viel Bewegungspunkte hätte ich nicht gehabt. Egal. This area has been purged of the alien filth. Ja. Befreit. Fascinating. My observations show the behavior of this brood was most unusual. These creatures do not act in a mindless, ferocious manner as others of their kind do. On the contrary, they attempt to deceive, to outflank and perform sneak attacks. Most intriguing. Genau, was er hier gerade meint, hat er endlich mal beobachtet, dass diese Symbionten nicht wild sind oder eher kontrolliert. Bei den Tabletop war das immer so, dass es man braucht eine Synapsenreichweite. Der Schwarm kann quasi mit jedem kommunizieren. Die haben alle ein Ziel, wie bei den Borg quasi. Und es gibt wichtige Einheiten bei den Tyranniden. Mir fällt gerade nur der Schwarmherrscher ein zum Beispiel. Der hat halt eine hohe Synapsenreichweite und der kann so Ganten. Ganten sind einfach dummes Volk. Dumme Viecher mit Waffen dran und wenn halt so kein Herrscher in der Nähe ist, dann sind sie wild, beschießen sich auch gegenseitig und machen nicht das, was sie machen sollen. Na, und das beobachtet er gerade. Die Symbionten sind gerade Speer oder die Genstealer sind eher Speer und können, ja, ohne diese Schwarmkontrolle, sie haben die Schwarmkontrolle selber und können halt damit gezielt und kontrolliert operieren. Das hat jetzt hier der Inquisitor Marburg beobachtet. Forgive me if I do not share your curiosity. Sergeant, your flank is now secure. Return to the primary mission and resume progression. Ja, Sprengung der Space Hulk. Attention, Space Marines. We have just spotted a very strong single biosignal near the rooms you cleansed. It seems you have awakened something larger. Mhm. A single Xenos will pose little threat, Inquisitor. Ah, also spielerisch würde jetzt der Symbiarch nicht 5 Terminatoren aus töten können. Glaube ich nicht, nein. The Gene Stealers sometimes spawn very strong strains with their colossal powers. Even just one of these creatures can be a deadly threat. Then I bid you transmit a copy of the biosignal so we might be warned of its approach.
Very well. Ja. So viel zur Ausrottung. Jetzt haben wir einen neuen tollen Bereich, wo wir Schlüssel brauchen, mit Portalen vorbeikommen. Ein Portal der Elder. Wenn wir es einmal durchschritten haben, gibt es kein Zurück mehr. Und wir können nicht einmal sagen, wo wir landen werden. Das ist richtig, darum gehen wir ja durch. Und dann sind wir mitten im Weltall. So, dann kommen wir nämlich da hin. Okay. Dann haben wir immer noch hier eine verschlossene Tür. Was ist das? Bruder Sergeant, siehst du diese Spuren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Was für eine Kreatur verwirkt sich in diesem Wrack der Elder? Es ist ein Dönertier. Ja, hier passiert noch nichts. Und ich gehe mal... Ja, es wird sogar angezeigt. Hätte ich cool gefunden, wenn das nicht angezeigt wäre. Dass zum Beispiel, wenn man denkt, so, ich gehe jetzt da nach Norden hin, dann kommt man hier raus und ärgert sich. Ja, hätte ich cool gefunden. Haben sie nicht gemacht. Dann gehen wir mal weiter. So, was verbirgt sich hier? Erdnuss. Oh, Bruder Sergeant, wir haben die Leichen alter Gefährten gefunden. Was auch immer sie angegriffen hat. Es kann kein gewöhnlicher Genstealer gewesen sein. Ich fürchte, es ist immer noch in der Nähe. Sollen wir ihre Leichen untersuchen? Moment, hörst du das? Ist das einer von ihnen? Hm. Wir müssen vorankommen, dafür haben wir keine Zeit. Verteidigungshaltung. Madril, wer war Madril? Berge, die Terminator-Rüstung. Sie gehört dem Imperium. Ach, wir bergen. Ach, scheiße. Wir lassen niemanden zurück. Madril will ich behalten. Segnet eure Waffen, schreitet voran für den Imperator. So, aktiviere alle Konsolen in 12 Runden. Gut, ich glaube, ich werde den Break machen. Wir werden dieses Skirmish dann gleich nochmal spielen, die kurze Runde. Also abonnieren, kommentieren, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!